Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Animation Throwdown. The Earth Clash ist da. Ja, wir schauen jetzt einfach mal, wie ich da abschneide. Ich habe jetzt ein kleines Experiment gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich eine Common Linda mit reingenommen, zweimal maxed. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, ja, dann würde ich mal sagen, dann starten wir einfach mal mit dem Earth Clash jetzt hier. Ich krieg natürlich gleich richtige Brocken um die Ohren geklatscht, aber mal gucken, was wir machen können. So. Wir fangen jetzt einfach mal mit Peter an und dann schauen wir mal. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich sogar da, dass ich... Na komm, lass mal jetzt hier die Reiterin los marschieren. Eine Tom Landry Middle School. Die geht jetzt rüber. Ja, okay. Und dann werden wir von hier aus jetzt angreifen. Meint Jalap wären die Fieberträume. So, und jetzt hätten wir... Ich spiele jetzt erstmal die Fieberträume. Genau. Und jetzt sind wir auch durch. Jetzt passiert hier nichts mehr. Das Ding ist gelaufen. Fertig. Gegen Yennevere 10 gewonnen. Gewonnen. So. 1000 gibt es hier gleich im ersten. Okay. Möglichst schnell hochkommen, damit man die 32.000 dann auch zum Schluss schaffen kann. Also jetzt habe ich 1001 Punkt nach dem ersten Match. Jetzt geht's gleich weiter. Schauen wir mal, was als nächster Gegner auf mich wartet. Dust Banners von Pickle Rick. Oh mein Gott, Pickle Rick ist in der Regel eine Hausnummer. Aber ich könnte jetzt hier unter Umständen, wir schauen jetzt einfach mal. Ich weiß, einmal holy shit. Aber ich heile mich ja wenigstens gleich wieder hoch. Deswegen schauen wir mal, ob es trotzdem reicht. Jetzt erstmal ein Stewie spielen. Nein, sie ist weg. Sie ist weg. Ja, jetzt habe ich ein Problem schon hier. In Match Nummer 2. Ich werde jetzt einfach mal alles durchkribbeln. Und dann hoffe ich, das reicht natürlich trotzdem nicht. Ja. No chance in Match Nummer 2. Ein bisschen ärgerlich. Aber gut. Pickle Rick halt. Aber ich habe jetzt schon den Meilenstein erreicht, nach dem zweiten Match bereits. Beim letzten Clash lief es ja ähnlich. Am Anfang sogar sehr schlecht. Und dann habe ich es trotzdem noch zum Schluss gepackt. Aber jetzt gucken wir einfach mal. So. Ach du Schande. Sweet Deliverance. Den Namen darf ich gar nicht vorlesen, weil da habe ich schon gleich ein Problem dann. Es ist natürlich die ganz große Frage, mit was kommt er dann? Ich werde jetzt Horsecamp spielen. Oh mein Gott.
Und es geht irgendwie schon wieder genauso los. Was soll ich denn jetzt noch machen? Wir haben 54 Angriff im First Hit. Da kann ich nichts dagegen tun. Kann ich jetzt schon kapitulieren? Es geht schon wieder so los wie beim letzten Mal. Es war beim letzten Clash genau dieselbe Scheiße. Da habe ich auch gleich in der ersten Runde mehrere Brocken um die Ohren geknallt bekommen. Die kommen dann mit solchen Kombos gleich am Anfang und dann kannst du nichts mehr tun. Was soll ich gegen? Gleich von vornherein. Das Problem ist, beim Clash wird dann auch sofort schon attackiert vom Gegner. Da gibt es keinen Summoning Sickness. Sus Jesus von den Bier Buccaneers, ne? Schon mal eine blaue Karte. Und ja, ich bin jetzt gerade ein klein wenig. Ich muss jetzt mal gucken, was ich hier raushole. Eine lila. Ich mach das jetzt erstmal so, weil er hat den Stoß. Naja, egal. Jetzt kommen wir mit der Lina nebendran. Und jetzt habe ich die Linda. Garbage Shot Linda. Dazu müsste allerdings jetzt diese Karte mal wenigstens für einen Moment überleben. Und jetzt kann ich hier auf Angriff gehen. Die hat jetzt, und das ist jetzt mit der Common. Guckt euch das an, was die für Werte hat. Das ist jetzt mit einer Common-Karte. 22 Punch, 18 Angriff, 76 Leben, 14-fach motivieren, 20 Cheers. Das ist schon ziemlich krank, muss ich sagen. So, und ist übel. Oh, die ist nicht. Ist noch nicht erforscht. Macht aber jetzt auch nichts. Kriegen wir trotzdem. So, jetzt kommt noch hier Class Spanker. Und dann sind wir zumindest mal bei diesem Match hier gegen Sus Jesus durch. Jetzt geht's wieder hoch. Also nicht hoch. Zumindest mal habe ich jetzt mal die Kurve wieder gekriegt. Jetzt bin ich bei 870 noch oder sowas. Ne? 78 genau. So, und dann gehen wir hoffentlich jetzt erstmal wieder zurück auf die 1000. So. Ja, das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Also, Anilini von Total Domination. Und jetzt haben wir es gerade wieder, ne? Jetzt haben wir es gerade wieder. Allerdings auch hier den da. Und da muss ich mir echt überlegen, was ich jetzt mache. Ich denke, der. Oh mein Gott. Da käme ich durch. Hiermit käme ich nicht durch. Damit komme ich allerdings durch und kann auch gleich die Gasattacke noch zum Einsatz bringen. Und dann knallt es da gewaltig. Ich kann hier auch die spielen mit Mr. Business. Dann habe ich diesen Trash Mouth, Little King Trash Mouth. Und auch hier, schaut euch jetzt hier die Werte an, ja. Da kann man auch nicht mehr. Ja, gut, okay. Das ist jetzt allerdings. Kriegt aber. Schaut euch die Werte an. 23, 49, 24 Gas, 24 Blutsauger, 16er Bombe. Das ist schon eine Hausnummer. Und das ist eigentlich jetzt nur mit der Common-Karte. Ne? Mit einer Common Linda. Natürlich, wir alle haben diese Karten recycelt. Ich bin jetzt einfach hingegangen und hatte, glaube ich, 500k noch an Coins gehabt, irgendwas in der Richtung, und habe die einfach mal durchlaufen lassen. Und da kamen diverse Lindas und Fries und so weiter raus. Ich habe mir jetzt mal die ganzen Common Charaktere und grünen Charaktere, also seltenen.
habe ich mir jetzt einfach mal gesaved, ja. Wer weiß, wann ich den Kram nochmal brauchen kann. Also das ist wirklich der Oberhammer. Und ich habe ja von vornherein schon gesagt, auch in dem anderen Video, die Linda wird hier eine große Rolle spielen. Suicide Mission in diesem Clash hier. So, jetzt habe ich natürlich ein arges Problem. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe jetzt einen Peter. Und da kommt die erste Animal-Karte. Auch hier jetzt 50 Dolphin Rider Peter. Der ballert hier jetzt ganz gewaltig. Das hier mache ich jetzt ungerne. Ich lasse den jetzt ungerne da gegen Baseball Bobby antreten. Zumal da vorne ja sowieso gleich eine Dolphin Rider Peter Schluss macht. Ja. So. Ja, ich würde mal sagen, bis jetzt Mission einigermaßen geglückt. Ja, ist jetzt natürlich, ich habe zwei Matches, aber bei dem einen Match konnte ich eh nichts machen, ja, keine Chance. Aber diese Linda-Geschichte war gar nicht mal so schlecht, sage ich mal. Ja, könnt ihr mich gerne für verrückt erklären? Hab ich kein Problem mit. Aber kommen Linda, wenn man die anderen Karten im Deck hat, dann knallt die gewaltig. Ich habe jetzt ein sehr großes Deck diesmal gemacht, weil ich sehr weit streuen wollte. Muss mir dann echt noch überlegen, ob ich das nochmal verkleinere. Aber ich will nach Möglichkeit alles drin haben, was geht. Also ich habe jetzt hier zwei Benders. Ich habe einmal die Biegeschule, ich habe den Bob, ich habe Bugs Stud, da geht's dann los mit den Animal-Karten, Eugene Belcher, Fahrtschule Jimmy Jr., die Furzschule für Hochbegabte habe ich zweimal drin für den Roger, Horse Camp, Irac Lobster, klar, die ganzen Animal-Karten auch von Peter, irdisches Radfahren, James Woods High School. Ich könnte natürlich die schlimme Tina da hinten rausschmeißen, aber da kommen auch relativ gute Kombos zustande. K-Pop-Video kann auch mit dem Bob alleine ein Match entscheiden. Lila. Jetzt habe ich hier tatsächlich diese zwei. Das sieht schon krass aus, ne? Eine lila Mythic links, eine Louise in Mythic rechts und zwei graue Lindas dazwischen. Sieht total crazy aus, macht mir aber gar nichts aus, weil die Linda halt wirklich. Ich habe sie halt leider nicht in der legendären Version und die ist halt hier wirklich das Zünglein an der Waage, sage ich mal. Weil sie zum einen mit den Animal-Karten und zum anderen eben hier mit, na, mit den Sportkarten halt schon gewaltig reinknallen kann. Hier habe ich mir zwei Peters reingesetzt. Für eben die ganzen Animal-Karten, die beiden Rogers, ja. Hier den Stewie noch, klar, drin gelassen. Und Tina, ja gut, Tina ist jetzt eigentlich außer der Reihe. Aber ich habe halt zwei Tom Landry Middle Schools. Ich habe hier hinten zum Beispiel, passt auch ganz gut. Hier die James Woods High School. Auch hier irdisches Radfahren, Horse Camp, das sind alles Combo. Hier Fahrtschule Jimmy Junior, ja, das sind alles Dinge, die ganz gut zusammenpassen. So sieht aktuelles Deck aus. Normalerweise, ich weiß, normalerweise macht man 25 Karten, ich habe hier 35 Karten. Aber ich will wirklich nach Möglichkeit gestreut haben und deswegen habe ich das Deck so aufgebaut. Ich bin gespannt, wie es läuft. Auch mit meinen beiden Comments. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaut es jetzt mal rein, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown mit Miniman gleich. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann und tschüss.